hier in Dänemark, da haben wir ungefähr 8.500 Schlachtereiarbeitern. Und da kann ich sagen, hier in Blans sind wir ungefähr 1.100 Schlachtereiarbeitern, wo ich Vertrauensperson für alle die 1.100 Schlachtereiarbeitern hier in Dänisch Kraun in Blans. Wir haben ja Vertrauenspersonen auf alle Schlachtereien und in Tulip auch. Und da manchmal gehen wir zusammen in so ein Tillsmannskollegium, wo wir sprechen um, was rührt sich hier in Dänemark, welche Aufgaben haben wir und wie tun wir das. Das ist wichtig, dass die Zusammenarbeit beide Wege geht für die Schlachtereiarbeiter und auch für die Firma. So da gehen wir sehr oft zusammen. Jede Woche schlachten wir ungefähr 63.000 Schweine. Das ist die zweitgrößte Schlachterei hier in Dänemark. Die anderen Schlachtereien in Horsens, die schlachtet ungefähr 90.000 Schweine pro Woche. So, das ist ein großer Arbeitsplatz für die 1.100 Leute hier. Und die sind alle Mitglied in die Gewerkschaft NNF hier in Dänemark. Also das ist nur Akkordarbeit und das ist Zeit genommen davon und da kontrolliert wir natürlich, ob die Leute kriegen das, was sie kriegen sollen. Nicht mehr oder nicht weniger. Also so wie ich meine Kollegen kontaktet, das ist durch diesen Telefon hier. Da kann ich, die haben mir alle so ein Hörgerät, Kopfhörer drauf, wo die 6 Kanalen Musik hören, wenn die arbeiten in die Produktion. Und da kann ich reingehen zum den ganzen Schlachterei auf einmal. Und ich kann auch eine Abteilung oder eine Person anrufen. Das ist so ein Radiosystem hier mit 6 Kanalen und dann informiert wir durch das System hier. Das ist ja auch schön zu arbeiten, wenn man Radio hören kann. Und dann ist es auch schön, dass man die Kollegen gut informieren kann, so die weiß ganz genau, was man jetzt arbeitet mit und was passiert hier in die Firma. Wir haben eigentlich für alles eine Arbeitsbeschreibung. Alles ist untergeschrieben, was ein Operateur machen soll und wie viele Dinge er machen muss, um einen bestimmten Lohn zu kriegen. Und wenn da Änderungen kommt, das wird dann uns mitgeteilt und wir gehen es dann wieder durch und macht das, also dass alles passt. So. Wir kriegen ja Lohn jede Woche hier in Blans und da kann sie dann sehen, für letzte Woche, was hat sie produziert, passt die Zahlen und wenn die nicht ganz sicher ist, dass es richtig oder ein Fehler da drin, also dass sehr viele Leute hier, es kann auch Fehler passieren. Und dann geht Jens das durch und guckt, ob es passt oder es nicht passt. Die Leute sollen das haben, was sie haben sollen, nicht mehr oder weniger. Wenn man hier in Dänemark 25 Euro kriegen und bei den Kolonnen in Deutschland 5 bis 8 Euro, das ist ja nicht die gleiche Konkurrenz. Also, wir sagen ja ein bisschen, dass die haben ja keine Rechte bei den Kolonnen. Also die behandelt die Leute sehr, sehr schlecht. Also das sieht man ja nicht hier in Dänemark. Aber die Firma, die pressen, also so die
die Lohn ein bisschen runterkriegen. Und da passen wir ein bisschen den anderen Weg. Aber wie weiß ja auch, also wir wollen ja gerne die Arbeitsplätze hier in Dänemark behalten. Weil das ist schlecht für uns, wenn all die Arbeitsplätze zum Deutschland gehen, wo all die Kolonnen das übernehmen mit, ja, man kann fast sagen, wo die keinen Lohn kriegen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass die ein Mindestlohn für die Kolonnenarbeit in Deutschland geben. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist ja mein Tag, um die Schlachtereiarbeitern zu helfen. So, wenn ich gute Erlebnisse habe, dann hat der Schlachtereiarbeiter ja auch ein gutes Erlebnis, hoffentlich. So, er muss hier einen guten Tag haben und das ist unsere erste Aufgabe. So, ja, gut nach Hause gehen, wieder zu seiner Familie und Kindern.